Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit einer weiteren Folge von Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Marc Hagenbeck. Hallo. Kennt ihr ja mittlerweile alle und wir reden heute über den 20. September. Am 20. September haben wir natürlich auch wieder ein Geburtstagskind und das Geburtstagskind ist heute... Juan Pablo Montoya. Kennst du? Ah klar, ein populärer kolumbianischer NASCAR-Fahrer, Rennfahrer. Ja, der hat doch auch Formel 1, ist er auch Formel 1 und gefahren. Und natürlich auch Formel 1, na klar. Formel 1 gefahren, klar. Montoya, kennt man ja. Ja, und, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, bravo. Super. Am 20. September 1948 beginnt auch die Kinderluftbrücke. Das heißt, 80 erholungsbedürftige Kinder wurden aus Berlin zu Gastfamilien in den Westen herübergeflogen. Und das war die sogenannte Berliner Kinderluftbrücke. Mhm. Ja. Kennst du? Kennst du? Schon mal gehört? Luftbrücke kennt man natürlich, ne? Ja. Also auch mit Lebensmitteln und sowas. Lebensmittel. Aber das war die Kinderluftbrücke. Kinderluftbrücke wusste ich noch nicht. Ja. Das war wieder was dazugelernt. Ne? Ja. Dafür sind wir da, damit ihr auch was lernt. Ne? Und wir auch. Was war noch am 20. September? Am 20. September 1870 wurde Rom, die Hauptstadt des Kirchenstaats, von italienischen Truppen besetzt. Woraufhin Papst Pius IX. Sich als Gefangener in den Vatikan zurückzog. Aha, okay. Das war wann? Nochmal? Das war am 20. September 1870. 1870. Und 1870. Was war bis 1870, frage ich mich gerade? Nix. Rom? Da war einfach normaler Business as usual. Aha. Da hatten halt die Italiener das noch nicht besetzt, ne? Also das war noch nicht italienisch Rom oder was? Ja, ich weiß auch nicht genau. Das ist cool. Wenn ihr das wisst, dann schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Vielleicht haben wir jemanden, der geschichtlich so versiert ist, dass er sagt, ja, das war so und so und daraufhin so und so und dann ist das und das passiert. Würde mich mal interessieren. Ja, das wäre jetzt echt interessant. Mhm. Also das war auf jeden Fall der 20. September und morgen ist der 21. September und dann sehen wir mal, was da alles passiert ist und auch noch passieren wird. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.